Meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich melde mich mal wieder hier bei euch mit alten und neuen Content. Denn ich habe mich entschieden, hier kommen so ungefähr alle zwei Wochen wieder Anime-Videos und Gaming wird separiert. Der Kanal ist noch im Ausbau. Das verrate ich euch später, was da auf euch zukommt. Also, ich kann euch nur sagen, das hat die Corona-Zeit aus mir gemacht. In der Zeit, in der wir, ja, zu Hause waren und ich die ganze Zeit Anime geschaut habe. Eren, wo bist du? Eren! Kleiner Joke. Ja, Joke auf jeden Fall. Aber wie sahen die letzten Wochen so aus? Ich bin immer fetter geworden und es sah ungefähr so aus. Links. Gegner. Nein. Ja, ja, und ich habe mir gedacht, wenn wir schon wieder Anime-Content machen, dann habe ich mir gedacht, mache ich mal was, was ich beim Release machen wollte. Denn ich habe mir pünktlich zur VÖ als Vorbesteller, beziehungsweise nachdem es einmal ausverkauft war, die Rimuru-Figur bestellt. Und ich würde sagen, wir machen jetzt ein richtiges Deluxe-Unboxing. Deluxe-Unboxing! Und hier ist das gute Stück. Und hier ist das gute Stück. Und auf jeden Fall, ja, Figuya war das. Figuya. Ah, und da Wings jetzt schon fast bei mir wohnt, also es sind nur noch ein, zwei Wochen, haben wir ja den Haushalt zusammengewürfen. Deswegen habe ich sowas. Moment. Wo ist es? Ein Cuttermesser. Keine Asia-Sachen mehr kaputt machen. Ja, dann würde ich sagen, Unboxing, let's go. So, da ist es. Ich hab einen Sticker dazu. Yay! Anime Messe Berlin. Ja, wird nicht mehr stattfinden. Ey, und da ist sie! Oh my goodness. So lange habe ich auf dich gewartet. Und er war nicht teuer, das kann ich euch sagen. Ey, Corona-Time. Ich bin jetzt schon außer Puste. Exo-Figuren, man kennt sie, sind eigentlich die, ja, die kommen auch in Japan so immer um die 30 Euro rum, wenn ihr da mal in Akihabara oder sowas einkaufen geht. Yay! Und hier ist das coole Teil. Ja, dann baue ich ihn mal zusammen. Hä? Wie kommt der da rein, bitte? Das denn funktionieren? Alter, ich mach's doch kaputt. Was soll das? Ich schwöre, ich mach's kaputt. Wo ist die Anleitung? Ach so, okay, ist noch nicht gezogen, das Teil. Hört der überhaupt so gebogen? Kann man bei vier Teilen es nicht schaffen, es zusammenzubauen, bitte? Hä? Wie jetzt? Wo sollte es sein? Nimm's doch mal in die Hand, das Scheißteil! Was ist denn los mit dir, Junge? Kopf drauf! Er schafft es nicht, das Ding in die Hand zu nehmen. Was ist denn los mit ihm? So, 10 Minuten später, 4 Teile zusammenzustecken, kriege ich nicht auf die Reihe anscheinend. Das ist das gute Stück. Sieht doch ganz gut aus, finde ich. Einzige, was ich nicht hingekriegt habe, da auf der Platte steht er. Was ich nicht hingekriegt habe, ist das Schwert hier richtig reinzukriegen in die Hand. Und das war bei mir auch richtig verbogen, das hat so einen richtigen Bieger hier abgemacht. Ich weiß nicht, vielleicht hat ja jemand von euch auch die Figur und kann mir da ein Feedback dazu geben. Aber auf diese Figur habe ich so lange gewartet. Ah. Ja, cool. Schön, dass ich dich endlich in meinem Besitz habe. Habe ich das auch mal geschafft, ne? Wie lange ist das jetzt schon? Liegt schon ein halbes Jahr, liegt jetzt hier schon rum, ne? Jo, das war's soweit von den Unboxing und was es hier so Neues gibt. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Was wollt ihr denn gern sehen nächstes Mal? Ich hätte entweder Bock auf mal wieder Reaction auf japanische Werbung. Wie wär's damit mal wieder? Oder ich hätte auch noch Sachen zum Auspacken da.
Wie schaut es bei euch aus? Auf was habt ihr Bock? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergesst doch nicht, das Video zu bewerten. Sayonara!